Sich gegen Artikel 13 zu wehren, ist für ein freies Internet und auch für die freie Meinungsäußerung im Internet elementar wichtig. Upload-Filter sind aus meiner Sicht kein vernünftiges Mittel, um so etwas zu regulieren. Wir sind hier heute vor dem Bundesjustizministerium und wir hoffen gleich, Frau Barley zu treffen, die Bundesjustizministerin, um der dann diese vielen Millionen Unterschriften, die die Save Your Internet-Kampagne zusammengesammelt hat, über die Plattform change.org, persönlich zu übergeben. Artikel 13 ist eine Sache, die ich für relativ gefährlich halte. Ich finde es super toll, dass so viele Leute sich aktiv gezeigt haben. Ich erwarte Klarheit von Katharina Barley. Ich möchte wissen, wie ihre Position zu dem ganzen Thema ist. Frau Angela Merkel hat sich von milliardenschweren Großkonzernen einspannen lassen, eine Direktive durchzuwinken, die das Internet massiv einschränken wird. Sie werden vielleicht mitbekommen haben, dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir den Artikel 13 nicht so lassen, wie er ursprünglich war. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Auffassung fragen, ist auch das noch nicht der optimale Zustand. Wir wünschen uns im Namen aller 4,7 Millionen Menschen, jungen Menschen, dass Katharina Barley im Ministerrat am Mittwoch richtig abstimmt, dass sie sich ganz klar gegen die Urheberrechtsreform ausspricht und mit ihrer eigenen Stimme dagegen stimmt und sich gegen die Bundesregierung durchsetzt. Also Frau Katharina Barley, von unserer Seite, von 4,7 Millionen jungen Menschen, haben Sie definitiv die Unterstützung, dass Sie im Ministerrat richtig abstimmen und die gesamte Urheberrechtsreform ablehnen.